Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Wir gucken uns heute das erste Gerät an aus unserer kleinen Serie zu variablen Wattgeräten. Und zwar ist das The Kick. Der wird hergestellt von Evolve USA. Und wir gucken uns den jetzt mal ein bisschen genauer an. Wie ihr seht, das ist nur so ein kleines Modul. Das sind eigentlich nur zwei Platinen so zusammengeschraubt. Hier unten ist der Pluspol, der auf den Akku kommt. Und hier oben ist der Pluspol, der zum Verdampfer geht. Sonst ist da nicht viel dran, ein bisschen Elektronik. Was ihr jetzt auch seht, ist hier diese Plastikfolie. Der ganze Kick ist so in einer Plastikfolie eingeschweißt. Das ist nicht etwa Verpackung, sondern das muss so sein, also das gehört dazu. Nicht, dass ihr jetzt hingeht und die wegreißt, die muss so sein. Was wir auch sehen, ist hier an der Seite, ist so eine kleine Feder. Von oben sieht man es vielleicht besser, das Licht ist ein bisschen schlecht, ja. So, diese Feder, die macht den Minuskontakt zum Gerät, zum Akkuträger. Also wir haben Pluspol vom Akku, Pluspol zum Verdampfer und der Minuspol macht eben diese kleine Feder. Gut, jetzt, ich versuche das Licht noch ein bisschen besser einzustellen. Die Lampe ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, jetzt sieht man ein bisschen was. Was wir jetzt sehen, ist dieser blaue Baustein. Seht ihr den? Das ist das Poti. Also das ist der Drehregler, mit dem man die Wattzahl verstellen kann. Man kann hier zwischen 5 und 10 Watt stufenlos verstellen. Und ich nehme jetzt die Brille. Die nützt allerdings nichts, weil ihr seht hier drauf nichts. Es sind auf diesem blauen Stein keine Beschriftungen oder irgendetwas vorhanden. Also wir wissen nicht genau, wo wir sind mit Regeln. Ich mache das dann so, ich nehme den Schraubenzieher und ich drehe jetzt mal ganz nach links. Bis zum Anschlag, jetzt bin ich auf 5 Watt, dann drehe ich wieder ganz nach rechts, bis zum Anschlag, jetzt bin ich auf 10 Watt und jetzt drehe ich zurück, so ungefähr bis in die Mitte. Und ich hoffe dann, dass ich bei 7,5 Watt ungefähr gelandet bin. Aber so genau kann man es eben nicht sagen. Und ihr seht jetzt schon, also das ist nicht ein Ding, das man nach jedem Zug irgendwie nachregeln kann. Weil das ist halt ein bisschen mühsam. Ihr müsst das wieder zum Gerät herausbauen. Hier verstellen, blind verstellen und dann wieder einbauen. Die Verstellerei funktioniert übrigens ähnlich wie beim Ego Twist Akku, habe ich euch auch schon gezeigt. Dort sind die Zahlen auch so klein, oder dort sind Zahlen, aber die sind so klein geschrieben, die kann man, oder ich zumindest, bei bestem Willen auch mit der Brille nicht lesen. Also da muss man auch einfach so ein bisschen links und rechts Anschlag und dann in die Mitte einstellen, wo man hin will. Ungefähr so geht das auch hier. Gut, nun, wir kennen alle diese 18650er Akkus, oder? Viele von euch dampfen die. Nun gibt es noch die 18350er, die dampfen auch viele von euch. Es gibt aber noch eine Zwischengröße und das ist 18490. Jetzt guckt mal, die sind natürlich ein Stück kürzer als die 18650er und zwar genau, jetzt bin ich da nicht gleich auf, und zwar genau um das Stück, das der Kick hier ausmacht. Also, wir haben mit 18490er und dem Kick kommen wir genau auf die Länge eines 18650er Akkus. Das heißt, wir können den Kick in jeden Akkuträger einbauen. Nicht ganz in jeden, zeige ich euch nachher noch wieso. In praktisch jeden Akkuträger einbauen mit einer 18490er Akku. Gut, und das machen wir jetzt. Übrigens, Evolve empfiehlt nur AW-IMR-Akkus zu empfehlen, nicht die Protected, wie zum Beispiel von Trustfire. Ich habe es allerdings auch mit denen getestet, also es geht auch mit denen. Aber besser sind die AW-IMR. Gut, und das machen wir jetzt. Wir kicken uns die GGTS. Also, aufmachen. Akku raus. Wenn er will, ja, jetzt kommt er. Akkus sind immer sehr satt im GGTS drin. So, und jetzt machen wir diesen kleineren 18490er rein
und den Kick oben drauf. Den muss man jetzt so ein bisschen einführen hier, damit die Feder schön Kontakt macht an der Seite. So. Und jetzt machen wir den Verdampfer wieder drauf. Ist übrigens nicht GGTS, ist ein Flashy Vapor. Das ist natürlich ein bisschen eine Freveltat, aber irgendwie passen die Geräte sehr gut zusammen, oder? So, und jetzt haben wir eine gekickte GGTS und die müsste jetzt eigentlich dampfen. Oh, das tut sie. Ui, fast ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich wahrscheinlich ein bisschen viel Watt eingestellt. Also da müsste ich jetzt nochmal ein bisschen zurückdrehen. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Also, ich dampfe jetzt eine variable Watt GGTS. Dank dem Kick. Das ist eine coole Sache irgendwie, oder? Ob es nötig ist, ist die andere Frage. Ich muss da wieder ein bisschen besseres Licht machen. Na, die Lampe ist wirklich nicht der Burner. Viel besser ist es nicht, aber ein bisschen. Gut, also ihr habt gesehen, es ist ganz einfach, den Kick einzubauen und den zu betreiben. So, jetzt zeige ich euch noch, auf welchen Akkuträgern das nicht geht und warum. Übrigens, um den hier wieder rauszunehmen, schraube ich immer hier oben schnell weg und nehme ihn dann so unten raus. Man kann die GGTS auch mit 18650er und dem Kick betreiben, dann muss man aber eine solche Verlängerung noch haben. Habe ich jetzt nicht gerade hier, gibt es aber von Golden Greek, kann man noch verlängern, dann passt das ausgezeichnet. So, mein 18650er wieder rein. Dann ist die wieder komplett. Wunderbar. In welchen Geräten geht es nicht? Es geht nicht im Stick, weil der Stick ist komplett aus Holz. Und wir haben ja gesagt, hier auf der Seite, diese kleine Feder, die muss den Minuskontakt zum Gerät machen. Aber das kann sie hier natürlich nicht, weil eben der Träger aus Holz ist. Der Minuspol wird durch ein Kabel nach oben geführt. Da könnte man natürlich was basteln, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber es geht so nicht einfach. Auch nicht geht's im Bully Extreme. Und zwar, wenn ihr da jetzt reinguckt, kann man da was sehen, käumlich. Auf jeden Fall, hier drin ist so eine grüne Folie. Das ist so ein Schnellhefter Rückblatt oder ich weiß nicht, wie man das nennt, das eben einen Kurzschluss verhindern soll. Das ist eigentlich eine gute Sache, aber das verhindert natürlich gleichzeitig auch eben wieder, dass diese Feder Kontakt macht zum Gehäusebody, also zum Minus. Könnte man natürlich auch rauspriemeln, habe ich jetzt nicht gemacht, aber wäre auch hier möglich beim Bull Extreme. Ich weiß übrigens auch nicht, ob die neuen Träger das auch noch haben. Meiner ist schon ziemlich alt. Das war mein erster Akkuträger überhaupt. Nostalgiestück, habe ich mir auch noch einen neuen Verdampfer eben jetzt gerade bestellt, einen A1 in Edelstahl. Ist schon ein tolles Gerät, das mir immer noch viel Spaß macht. Das wollte ich euch aber nicht erzählen, sondern es gibt Akkuträger, die teleskopierbar sind, damit man 18650 und den Kick einlegen kann. Wie gesagt, bei der GGTS geht's mit der Verlängerung. Das ist ein Akkuträger, das ist der Morph. Der ist teleskopierbar auf diese Länge. Und zwar absichtlich, das ist kein Zufall. 18650er raus. So, und jetzt schraube ich ihn erstmal ein bisschen zusammen, um den Kick einzufügen. Weil man muss da so ein bisschen zirkeln. Also ich mache den rein und jetzt muss man so ein bisschen zirkeln, damit der da am Gewinde vorbeikommt, bis er drin ist. So, jetzt kann ich ihn, das Teleskop, ganz aufschrauben. Bis zum Anschlag, so. Jetzt 18650er rein, ich nehme jetzt hier auch einen AW-IMR, wie empfohlen, und den Deckel wieder hinten drauf. So, jetzt habe ich den Morph gekickt mit 18650er Akku und kann variable Watt dampfen. Ja, das ist der Kick.
Ich habe meinen im Sommer bestellt, den gibt es schon länger jetzt eigentlich. Ich habe meinen im Sommer bestellt, direkt in den USA für $55. In Deutschland weiß ich nur einen Anbieter, der ihn hat, das ist der vapeforme.de. Und da kostet er 55 Euro, also gleicher Preis, wenn man Import und Zoll und sowas noch rechnet. Also nicht günstig, das ist relativ teuer für so einen kleinen Winzling, der da oben drin sitzt. Ja, braucht man das. Es ist ein interessantes Teil. Also ich freue mich, dass ich das habe. Es macht mir auch Spaß, obwohl ich gemerkt habe, ich verwende es im Alltag eigentlich nicht wirklich oft. Weil das Problem, das ich habe damit, ist, es saugt die Akkus relativ schnell leer. Also so ein 18-94er, der hält 2,5-3 Stunden. Ein 18-650er hält 4-4,5 Stunden. Damit ist es für mich nicht mehr richtig alltagstauglich. Am Abend oder auch früh morgens zum Kaffee benutze ich ihn aber doch ab und zu, um mal so richtig ein bisschen Dampf zu schieben, ist der gar nicht schlecht. Übrigens noch was Interessantes, wenn der Akku leer wird, dann meldet das der Kick. Aber der hat ja kein Lämpchen oder so, den sieht man ja gar nicht da drin. Aber der fängt an zu stottern. Das ist ganz interessant. Der gibt dann Strom, Strom weg, Strom, Strom weg, ganz schnell hintereinander. Man nennt das Stottern und man merkt das sehr gut beim Ziehen. Also dann weiß man, aha, jetzt ist der Akku leer, mehr kann da nicht mehr kommen, ich muss den Akku wechseln. Ja, jetzt wisst ihr, was der Kick ist. Ihr begegnet in den Foren und auf Facebook immer wieder den Ausdrücken, ich dampf meine GGTS gekickt. Das ist eben mit dem Kick im Gerät. Das soll das bedeuten. Das war's von meiner Seite zum Kick. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.